Zadab wieder da, Leute, zu Pokémon Black. Weiter geht's. Ach, übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Ja, hab ich schon. In Pokémon Black. In Pokémon White. Aber wir gehen erstmal. Nein, denn wir sind ja hier neu. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem redseligen alten Mann etwas von seiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachenstiege heißt es, sie sei das älteste Bauwerk in der Ishu-Region, also einer Region. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Der Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevaeo City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten. Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften. Jedoch vergebens. Sorry für die Gene. Daher ist es jetzt erstmal an ihrem alten Herrn, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich. Gut, also wir gehen jetzt erstmal ins Pokémon Center, denn unser Schwarz ist tot. Und dann erforschen wir über die Stadt. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, Leute. Wenn ihr hier in Nevaeo City seid, hier dieser Typ, der geht um Steine, also der ist aber hübsch und dieser auch. Ich liebe Steine einfach über alles und das ist keine Übertreibung. Für seltene Steine greife ich auch mal schon mal ganz tief in die eigene Tasche. Und hast du einen Stein bei dir, der meinen hohen Anfrischen genügt? Guck mal Leute, ihr könnt hier bei ihm sau viele Steine verkaufen. Also hier zum Beispiel jetzt, Ewigstein wäre glaube ich 100 wert. Hier, der gibt mir 1000. So episch, oder? Aber nein, darum geht's nicht. Jetzt hier, Nugget. Haben wir 2 Stück. Hübsch. Wirklich ausgesprochen hübsch. Das Gestein Nugget, großartig. Würdest du mir diese Kostbarkeit wohl für 10.000 verkaufen? Genau. Der gibt euch, ihr gebt ihm ein Nugget und er gibt euch 10.000. Also, das ist doppelt so viel. Und selbst so eine kleine Perle ist bei dem, glaube ich, 2.000 oder so wert. Hier die zum Beispiel. Hübsch, wirklich ausgesprochen hübsch. Bla bla bla. Nee, 1.400. Also hier könnt ihr auf jeden Fall gut Nuggets verkaufen. Und Zeug. So, hier gehen wir erstmal in den Laden. Überall haben wir jetzt genug nach den Bimster mit den legendären Pokémon. Und hier, da spricht ihr nochmal keiner den an. Das ist die TM-Abteilung für gute TMs. Hier gibt es Blizzard, Donner und Feuersturm zu horrenden Preisen. Also wenn ihr irgendwie mal Geldüberschuss habt, geht einfach mal dahin. So, wir holen jetzt aber jetzt noch ein bestimmtes Pokémon hier aus der Box, damit wir nämlich unser Team starten können. Und dieses Pokémon ist Norms. Nicht Apokalypse, sondern Fairy Teddy. Das kommt anstatt dem Flug-Pokémon übrigens. Aber ich werde das offscreen trainieren, weil Fairy Teddies zu trainieren ist wirklich schwierig. Egal, machen wir einfach weiter und gucken mal hier. Das Moor ist völlig zugefroren und spiegelglatt. Hoffe, sind die Pokémon, die dort leben, allesamt wohl auf. Und Leute, ich werde noch was Lustiges machen. Ich werde die Zeiteinstellung bei meinem Computer umstellen und dann werdet ihr schon was sehen. Bis gleich. Und Frühling, Leute. Ja. Alter. Gut. Guck mal, jetzt seht ihr, wie richtig Nevaeo City aussieht. Und was ich euch noch zeigen kann, ist erstmal. Topschutz nicht. Wozu war Topschutz denn? Hier gibt's doch bestimmt keine Pokémon in der Stadt, oder? Mal hier, es gibt hier Pokémon. Was wollte ich denn ausrüsten? Da, Item war da. Da oben liegt ein Item. Und zwar, glaube ich, ein Trank. Und ja, Leute, bleibt mal hier rüber. Ja, hier findet ihr Pokémon. Und zwar Schluthell. Ne. Und Gamma Girogues Vorentwicklung wäre dem japanischen Namen ein Begriff. Wer dem japanischen Namen ein Begriff ist. Wem der japanische Name ein Begriff ist, so. Nein, Schluthelm nerven. Und sie können Megasauger, was schlecht ist. Gut, aber was wir hier machen wollten, ist jetzt erstmal da unten hin. Und da kommt man so nur hin, wenn Winter ist. Kurze Pause. Und wieder da eine riesen verfickte Skype-Konfi hat mich angerufen. Irgend so ein Spaß, der einfach mal meint, oh lololol, 111 Massen-Konfi. So, holen wir uns erstmal das Item, was hier liegt.
oder was da ist. Und zwar ein Top-Belaber. Das Rauschen übrigens, was hier ist, das kommt nicht von mir, sondern ist von hier Regen. Gut, damit haben wir aber auch schon eigentlich alles geholt, was es hier so gibt, wenn... Wenn Sommer. Gut, bis gleich. Und wieder da. Ich habe es auf Winter gestellt und wir gehen jetzt kurz in die Höhle und dann werdet ihr schon sehen. Bing, bing, bing. Sommer, Herbst, Winter. Und die Intensität, hä? Hä? What the fuck? Ja, Leute, und hier ist jetzt Schnee. Und das heißt, wir können zum Beispiel diesen nervigen Kindern ausweichen. Hier hinten zu dem Item, was ein Sonderbonbon ist, was cool ist. Dann können wir hier unten den Top-Trank holen. Wir können so viel machen, wenn hier Schnee liegt. Und hier ist übrigens ein Pokémon-Fanclub. Die geben euch da so eine Sanftglocke und so. Hab ich mir einfach durchgerusht. Gut, die ganzen Dinger hier sind zugefroren, wo es die Pokémon gab. Aber das sind sozusagen jetzt Eisgebimster geworden. Also Eisrätsel? Nee. Nicht Eisrätsel. Gut, dann gehen wir einfach hier rum und kommen zu diesem Haus. Früher hatte mein Papa im Ausland einen ganz tollen Job. Hello, I'm in the Mitglied of Team Rocket. A long time ago, Team Rocket verschwand wohl aus der Spur. Ich dachte bei myself, oh no, what soll ich denn now machen? Also bin ich gegangen, back in my country to make my eigen Team Rocket. But ich treffen love of my life and now bin ich married. My happy family life ist die coolste Ding von die ganze Welt. Willkommen, ach ja, die E-Mail, bla bla bla. Und wir hatten einen Wutkeks. Und jetzt zeige ich euch mal was, Leute. Wenn man den Wutkeks hat, kann man das hier machen gehen. Man fliegt hier zum alten Palast. So, das ist nämlich was... Eigentlich was noch keiner rausgefunden hat. Außer man hat es denen mitgeteilt durch Kommentar und so. Geilkind hat es nicht gefunden, das weiß ich. Foka hat es nicht gefunden. Ich glaube, Julian GmbH hat es auch nicht gefunden. Und Sirka hat es auch noch nicht gefunden. Also, ihr müsst erstmal Topschutz anwenden, weil sonst nervige Pokémon und so. Ba, trolololo, balabada, badadada. Schneller, durchfahren und so. Okay, einfach weiter. Unnötig. Alter, wie viele Leute kommen denn jetzt auf einmal im Skype on? So, egal. Also erstmal heilen wir noch unsere Pokémon bei dem hier. Bla bla, ich will dein Pokémon-Team wieder fit machen und so. Ja, Wüstenresort, rauer Ort, Heilmittel dabei, Baum. Boah, man könnte gar nichts sehen, weil ich sehe selbst nichts. So, wir müssen aber jetzt zum alten Palast, sonst kann ich euch das nicht zeigen. Und es geht mir langsam so auf den Piss. Und mein Schutz wirkt nicht mehr. Yay, Schutz benutzen. Einfach mal so Schutz benutzen. So, wir müssen nämlich jetzt zum unauffindbarsten Ort ever, weil der einfach unauffindbar ist. Nämlich diesem... Da ist schon mal der Turm dahin. Da. So, ihr könnt jetzt hier diesen komischen Statuen... Ich werde ein Safe-State setzen, weil ich es kann. Und Gearfire ist... Oh, Leute. Ihr geht mir viel zu on in Skype. Und wir können diesen Statuen... Möchtest du der Pokémon-Statue einen Wutkeks anbieten? Die Pokémon-Statue reagiert auf den Wutkeks. Die Statue war tatsächlich ein ruhendes Flampivian. Es ist erwacht und stürzt auf mich.
Und das ist ein Pokémon, was kein anderes ersetzen könnte. Dieses Pokémon ist absolut genial, deshalb werde ich es auch ins Team nehmen. Wir probieren es erstmal schnell mit dem Hyperball. Was nicht springt, yay. Flammenblitz tot. Muss es irgendwie schwächen. Oder schwächt es selbst, ist ja gut. Nein, ich schwäche es nicht. Ich wechsle einfach schlechte Pokémon ein, schmeiß die ganze Zeit Bälle, weil dann tötet es die Pokémon durch Flammenblitz, haut es selbst Schaden und Sandsturm macht ihm auch noch ein bisschen Schwäche. Eins. Scheiße. Bauchtron, nein, du bist so doof, ey, deine Mutter. Trance-Modus. Ja, Leute, das ist der Daruma-Mode. Ich-ni-san. Chi! Woo! Wir haben ein Daruma-Vian. Ja. Und wir, das Pokémon bekommt einen epischen Namen. Und zwar, um zu erinnern an Leute mit Feuerschlag. Pokémon mit Feuerschlag. Falcon! Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir haben ein Pokémon-Teammitglied Gebims mitgeholt. Was wir auch jetzt hier für Nevaeo City brauchen werden. Weil es ist ein Feuer-Pokémon. Und der Leader hier in der Arena ist vom Typ Eis. Da wir auch hier wieder alles abgeschlossen haben, werde ich jetzt hier erst speichern. Und dann werden wir schon mal den ersten Schritt in die Arena wagen. Ich habe das Flampivian nicht mitgenommen. Ich glaube auch, Schwarz fliegt wieder aus dem Team und Flampivian kommt hier rein. Weil es ist einfach awesome. Ich weiß nicht, ich schmeiß es aus dem Team. Und dafür nehme ich dann auf jeden Fall hier Schneefi rein. Für Vogel. Vogel! Gut, und dann gehen wir jetzt zur Arena. Dieses Haus ist evil. Wenn ihr da reingeht, kommen dann irgendwelche random Leute auf euch zu und wollen euch Sachen fragen, damit ihr ein Gegengift gewinnt oder einen Paraheiler. Egal, fangen wir an mit der Arena. Das ist mal wieder so eine typische Eisrätsel-Arena. Was nicht schwer ist, das Eisrätsel. Ihr müsst so. Werdet dann hier hingepuschelt. Und kommt hier hin. Und der erste Trainer. Ich sehe, der schwindet schon auf vor dieser Arena. Und ich habe vergessen, mein Glücksein mitzunehmen. Yay! Der hat einen Schniefi. Cool. Falcon! Punch, du bist dran. Greifen wir an mit Hammerarm. Bam, voll auf den Head. Schneefi, yay, again. Und wir haben Schneefi ist bei 1337 erschienen. Wow. Schneefis. Und es kommt Frigometri. Flame! Flammenblitz, war. Flare irgendwas. Flare Impact, keine Ahnung. Und es geht down und wir bekommen gute XP und oh nein! Oh nein. Das kam jetzt etwas schwieriger. So, wir gehen aber noch gerade schnell das Glücksei holen, was wir vergessen haben. Und im nächsten Part geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Arena. Und Leute, poltern die Treppe hoch, bis gleich. Es ist eine neue Software von Apple verfügbar. Mir doch so egal. Weiter geht's. Ja. Hoffe ich komme ich bald wieder und so. Gut, geh weg.
Und hier ist die Arena. Im nächsten Part geht's dann weiter mit dem zweiten Trainer. Bis dann, Leute. Tschaußen!